So, und da bin ich wieder. Wir machen auch direkt weiter. Ich komme aber dabei, was ich als nächstes machen kann. Ich würde auch ganz gerne irgendwie ein bisschen die Welt erkunden. Allerdings lohnt sich das nicht so wirklich. Weil das meiste haben wir ja in der Folge. Als wir unsere erste Birke gesehen haben, unser richtiges Wüstenbiom, haben wir dort schon gesehen. Und das Einzige, was jetzt theoretisch noch darüber hinaus neu wäre, ist quasi ein Fichtenwaldbiom, beziehungsweise halt Schnee. Und ob das jetzt so spektakulär ist, dass man das unbedingt suchen muss. Ich weiß nicht, aber ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Das verschieben wir dann, wenn wir eine richtige, ja, sagen wir mal Safari machen. Mal. Das wird dann schon eher spannend. Und hier. Es bietet sich wirklich eher am meisten noch eine Höhlentour an, wo man dann alles farmen kann. Das ist jetzt wirklich das Einzige, was wirklich für mich sinnvoll erscheint. Tatsächlich. Oder was auch eine Möglichkeit wäre, ist eine Expedition in die Hölle zu starten. Wobei ich darauf irgendwie noch nicht so große Lust habe. Da würde ich ganz gerne noch ein Stück warten. Kann man ja machen, wenn man. Ich glaube, das wäre wieder so das Perfekte für eine Special-Folge. Vielleicht 300 oder. Oh, das war knapp. Oder das 400, das Special. Das wird da dann die Hölle unsicher machen. Das fände ich eine ganz gute Idee. Und jetzt ist auch schon wieder das Morgengrauen da. Und schon sind auf dem Nachbarfeld wieder Schweine gespawnt. Ah, ich habe Angst um meine. Ich habe Angst um mein Gemüse. Meinen gepflügten Acker. Dort unten. Auf jeden Fall wäre es halt wirklich in der Zeit, wo man hier arbeitet, Monster spawnen irgendwie ganz zu verhindern. Ich weiß ja nicht, wie man das machen kann, aber wenn das irgendwie gehen würde, das wäre sehr, sehr hilfreich. Oh, warte mal. Und hier ist. Gut, hier habe ich den Wasserkanal noch nicht mal zugemacht. Kann man so machen? Oh, dieses Schwein. Das kann doch dann nicht einfach auf meinem Feld rumhopsen. Das ist eine tierfreie Zone. So. Ah, oh, warte, ich muss noch ein Getreide irgendwie dafür. So. So, und noch schnell hier alles. So. Die Hälfte von der kleinen Seite hätten wir. Wenn auch die andere Hälfte, also die hier,
Und dann noch die große Seite und die wird ätzend. Oh, wo ist dieses Schwein? Da drüben, okay. Da wird es nicht auf das Feld hüpfen können. Das ist das Wichtige. Nicht aufs Feld hüpfen können. Und wieder hoch und wieder hierhin. La 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 la. Ach, als ob das jetzt hier zu gewachsen ist wieder. Auch wirklich fällt. Ist das dein Ernst? Und wir haben einen ziemlichen Engpass an Haken. So spontan, wenn ich das so ansehe, die werden nicht reichen, um diese Seite hier zu Ende zu bringen. Und zwar bei weitem nicht. Dieses Schaf dort unten beunruhigt mich wieder ein Stück. Das muss ich dann auch gleich wahrscheinlich wieder. Ja. Wegmachen. Bevor es noch auf dumme Gedanken kommt. So, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal oben so weit fertig. Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich wieder da nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Und stelle fest, dass wir hier vermutlich ein ziemliches Problem haben werden mit dem hier. Ich hoffe einfach mal, dass hier nichts wieder grün wird. Sonst hätte ich ein Problem. Ein richtiges Problem. So. Hier erst einmal wieder alles zumachen und dann einfach nur noch. Muss ich mich einfach nur noch drüber heizen mit. Wieso wird das hier immer schon wieder ein Schaf? Wieso wird das hier auf einmal so schnell? Wir sind ja so viele Schafe. Weg. Nicht hier. Wohnt woanders. Bitte.
Gottes Willen, so, jetzt muss ich aber wahrscheinlich schnell handeln, damit das hier alles funktionieren kann. Und so. Oh Gott, und auf dieser Seite hier kommt erstmal ein Zug vorbei, der erstaunlich gut im Takt war vom Lied. So, zack. Und wir haben nur noch 3 Stacks Seeds. Das ist irgendwie nicht so richtig viel. Ja, obwohl andererseits. Ist es eh egal. Und hier. Mache ich das jetzt einfach mal so. Und hoffe, dass es nicht grün wird. Durch irgendwelche ungünstigen Ereignisse. Das wäre nämlich echt blöd, wenn es hier grün wird. Hätte ich so überhaupt keine Lust drauf. Sonst spawnen nämlich auf diesem kleinen Streifen andauernd wieder wahrscheinlich irgendwelche Hühner und sorgen dafür, dass das gesamte Feld, ja, die Arbeit weg ist. Nicht alles nur mal machen kann. Und ich glaube, das wird sehr sicher passieren. Vorne ist ein See, den lassen wir natürlich nicht liegen. Denn nur die Seeds sind die Grundlage eines wachsenden Feldes. Gott, das klingt jetzt aber schlimm. Das klingt ja furchtbar, wenn das so sagt. Oh Gott, ich habe irgendwas im Auge. Nein! Weg! Ah, Gott. Besser. Das im Auge zu haben, ist ein sehr, sehr, sehr grauenvolles Gefühl. Genauso wie etwas im Hals stecken zu haben. Das ist genauso grausam. Und vor allem nervig. Außer beim Verschlucken. Dann ist es echt ein Gefühl, dass du gerade erstickst. Wenn du wirklich dich gescheit verschluckst. Das ist das wünsche ich niemanden, dass ihm das mal passiert. Wenn du wirklich spürst, wie dieser Wassertropfen oder womit man sich halt verschluckt, wenn das so langsam diese Luftröhre hinunter sich bewegt. Dabei so ein, ja, was für ein Schmerz ist das jetzt? Ist es so leicht brennend, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das heißt, ich gerade den größten Blödsinn von mir gehört. Auf jeden Fall, du hast halt wirklich das Gefühl, du erstickst gerade und wirst nie wieder in deinem Leben atmen können. Hilft doch alles Husten nicht, was bei zu meinem Verschlucken haben hast. Das geht einfach nicht raus. Und das ist dann irgendwann angekommen und dann geht's auf einmal und das hustet man irgendwann in den nächsten paar Wochen wieder aus. Das Wasser dann. Dass es nicht auf Ewigkeiten in deiner Lunge ist. Aber das ist. Dieses Gefühl, das ist mit eines der schlimmsten, die ich so kenne.